Servus. Ja, Daniel Dürfer, der nächste Achtungserfolg gegen den türkischen Spitzenklub 0-0. Was ist Ihr Fazit? Dass momentan, glaube ich, dass man immer wieder Fortschritte sieht. Also heute haben wir fast gar nichts zugelassen. Also kann mir jetzt auf jeden Fall nicht an viel erinnern. Ein paar Weitschüsse, aber mehr war jetzt auch nicht von, von Bekşişehir. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich schreibe es richtig. Ich schreibe es richtig. Und nach vorne in den ersten Halbzeit mal Tore machen. Das war eine Riesenchance. Ein Zierkopfball und dann die Latte. Noch die eine andere Chance, wo wir einfach besser abschließen müssen. Aber ich glaube, im Allgemeinen waren es richtig gute Tage, jetzt die 5 Tage, wo wir hier waren. Kein Gegentor kassiert gegen 2 gute Mannschaften. Und nach vorne, ja, die Chancen, die bringen wir auch irgendwann an. Das heißt, das ist so für dich so der Punkt, woran ihr noch arbeiten müsst, vorne. Hinten schaut es gut aus, aber vorne noch ein bisschen was. Nee, weil die Chancen haben wir ja. Ja. Wir müssen den Ball noch ins Tor. Wenn wir die Chancen haben, das ist schon mal sehr positiv. Und wie kriegt man das hin? Ja, das ist einfach, manchmal geht's nicht. Das ist einfach so. Das ist, die Chancen waren da. Vielleicht noch ein bisschen ruhiger bleiben, aber wenn der Zier den Ball in die Latte köpft, dann kann ich mir keine Vorwürfe machen. Also, war ein guter Kopfball, wäre ein bisschen aus Glück gefiltert. Ja. Aber von ruhiger bleiben, was sagst du zu Marco Hiller hinten? 1-2 Szenen, wo ein bisschen gewackelt hat, oder? Bei den Bällen zurück. Ist das was, das er noch verbessern muss als Keeper? Ja, weil er auch ein paar Mal richtig gut hinten rausgesprungen. Also, alles gut. Solange man in so einem Testspiel kann ich auch mal Risiko gehen. Ich habe ihm gesagt, im Ligaspiel haust du bitte über die Tribüne. Aber in so einem Testspiel kann ich es auch mal probieren. Zugang Simon Lorenz hat sich auch wieder angeboten heute. Auch dein Eindruck? Ja, gute Partie gemacht. Aber auch zum Beispiel Semih Belkaya in der zweiten Halbzeit. Er hat auch richtig gut gespielt. Also momentan muss ich echt sagen, also machen es alle gut. Es war auffällig, dass ihr, du hast es angesprochen, viel hinten rausgespielt war, aber auch viel Risiko dabei. Also manchmal hat er ein bisschen Nerven auch von außen manchmal gekostet. Mich auch. Ja. War das jetzt in den Testspielen so oder wollt ihr das auch über die Saison hindurch durchziehen? Das ist situativ. Wir müssen selber entscheiden. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt die Qualität, dass wir hinten rausspielen können. Aber wir müssen immer wieder schauen, wenn es ja die Möglichkeit nicht da ist, dann werden wir auch wieder gezielt den Ball, auch mal das Pressing überspielen vom Gegner. Aber klar, wenn es geht, dann probieren wir es auf jeden Fall. Hat sich die Mannschaft jetzt einen freien Tag verdient am Montag dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir erstmal einen Hüttenabend. Die Mannschaft geht fertig zusammen auf eine Hütte, isst da zusammen, fährt dann wieder ins Hotel, morgen ist nochmal ein Läufchen. Und für dich geht es jetzt gleich weiter dann nach München? Ich fahre jetzt nach München und muss morgen um 5.35 Uhr in der Früh nach Frankfurt fahren. Aber gehst du wieder mit einem viel verlässt jetzt deine Löwen wieder? Ja, mit einem guten Gefühl, ein sehr gutes Gefühl. Also mit einem Lachen und einem weinenden Auge sozusagen, oder? Ja klar, ich würde am liebsten hier bleiben, aber jetzt muss ich halt nach Finnland, die U19 EM, ein bisschen analysieren. Ich habe Italien gezogen. Vielleicht kann ich da ein bisschen was defensiv noch abschauen, sind ja bekannt. Wie lange bist du in Finnland? 9 Tage. Aber das ist dann auch also am Stück, da gibt's dann, das heißt, du bist, ja, ich will gerne wieder zurück, die Generalprobe, ja. Du fühlst den, kann man die Gegner. Aber das war vor 6 Wochen auch schon. Dann 1000 und da ging. Okay, okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Was würdest du sagen, bei 4% ist die Mannschaft? Ja, wie gesagt, es ist jedes Jahr dasselbe mit euren Prozenten. Ich weiß ja nicht, wo die 100% sind bei Ihnen. Vielleicht, wenn ich jetzt 80 sage, vielleicht sind es plus 70. Also, ein Prozent halte ich nichts. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und das ist für mich das Wichtigste. Dass man immer mehr rausholen kann, ist auch gut.